Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar zu einem Stallvideo, ein ganz besonderes Video, denn heute zeige ich dir meinen Spind und wir werden zusammen zu IKEA fahren und werden euch so ein bisschen zeigen, wie wir den Spind aufbauen. Marie hat genau den Spind neben mir und sie räumt gerade ein bisschen was aus. Ich habe auch mega Chaos drin, das zeige ich dir jetzt halt gleich und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Ich zeige euch jetzt halt mal ganz kurz meinen Spind, was echt cool ist. Jeder hat hier so einen Spind und wie ihr sehen könnt, da ist überall so eine Nummer drauf. Das bedeutet, dass du quasi die Spindnummer 16 bist, hast aber dann auch nochmal so eine Nummer bei den ganzen Halftern. Das kann ich dir auch gleich nochmal zeigen. Auf jeden Fall zeige ich dir jetzt halt erstmal meinen Spind. Es ist wirklich purer Chaos. Wir sind eingezogen und dann haben wir halt gesagt, Marie und ich haben gesagt, wir schmeißen jetzt halt erstmal alles rein, bevor wir dann weitermachen. Denn ihr müsst natürlich auch wissen, das ist natürlich ein viel, viel kleinerer Spind, wie ich davor hatte. Ihr kanntet ja den pinken Spind. Von daher muss ich jetzt halt erstmal hier genau schauen, was wir da für Möglichkeiten haben und wie wir vor allem den Spind aufbauen. Als allererstes haben wir uns hier überlegt, dass wir die Halfterhalter hinmachen, dass wir hier 1, 2, 3, 4 Halfterhalter hinmachen. Das hat quasi der Vorbesitzer hier von dem Spind auch schon gemacht. Hier seht ihr auch schon die Löcher, also von daher finde ich das super. Dann haben wir hier ein Brett, wie ihr sehen könnt. Und dieses Brett, was ihr hier unten sehen könnt, werde ich hier oben auch nochmal hinmachen. Dann kann man nämlich dazwischen auch nochmal was stellen. Und ja. Das ist das pure Chaos, wie ihr sehen könnt. Und jetzt schauen wir einfach mal bei Marie rein. Noch nicht? Achso, noch nicht. Sie zeigt ihn euch gleich. Was kann ich euch noch erzählen? Also ich zeige dir jetzt als allererstes noch schnell die Halfterhalter. Denn jeder hat nämlich hier auch noch sein Halfterhalter. Und meins ist noch leer, weil Fauni ist ja momentan noch in der Box, in der Eingliederungsbox und da hängt natürlich das Halfter. Ihr wisst ja, ich liebe Halfter und kann nie genug haben von Halftern. Deshalb muss ich genau schauen, welches Halfter ich jetzt mit an Stahl nehme und welches Halfter natürlich auch mit bei dem Spind einziehen darf. Schlussendlich habe ich auch nur 4 Halfterhalter und ihr wisst, ich liebe auch Trensen und da wird es dann so ein bisschen schwierig bei mir. Marie und ich. Stichwort Minimalismus. Das hat jetzt gerade die Marie gesagt. Und ja, mir fällt es ein bisschen schwer, das wisst ihr alle. Ich liebe einfach generell Pferdesachen neu auszuprobieren und habe deshalb ein paar mehr. Bei uns am Stall kann man sich zusätzlich noch einen Spind dazu mieten. Marie und ich haben uns auch dafür entschieden. Wahrscheinlich werde ich mir noch einen eigenen dazu mieten. Ich weiß es noch nicht, das ist jetzt halt Spaß, also mal gucken. Aber die Marie hat jetzt halt ihren komplett leer gemacht, also seht ihr jetzt halt mal den Spind im komplett leeren Zustand. Ich drehe die Kamera und dann zeige ich euch den Spind. Und zwar ist das die Nummer 18. Die Marie hat die Nummer 18 und ist genau neben mir. Hier seht ihr mein Chaos. Und jetzt machen wir das hier mal auf und tada! Hier seht ihr den Spind komplett leer. Und nur was wir gleich haben, ist eben dieses Brettchen. Und das müssen wir natürlich auch ausmessen, weil wir zu Obi müssen und Bretter besorgen müssen. Weil die sind nämlich hier nicht dabei. Die muss man sich selber kaufen. Marie wird dann auch den Spind noch zeigen, wenn er voll organisiert ist, hat sie gesagt. Und da freue ich mich nämlich auch schon auf ihre kreative Art. Jetzt müssen wir mal kurz unseren Spind ausmessen, damit wir auch schauen, wie viel Platz wir haben. Und das machen wir jetzt und dann können wir zu IKEA fahren. Tada! Wir messen jetzt halt erstmal unseren Spind aus. Tada! Okay, ich grabe wieder raus. Bisschen schwierig hier rauszukommen. Ein super Versteck. Also ich messe das Ganze jetzt hier erstmal aus. Ich schaue, wie breit es sein kann und natürlich auch, wie hoch es sein kann. Und hier die Tür messe ich auch aus. Und dann haben wir die Maße und können zu IKEA. Wir haben jetzt halt alle Maße und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im Auto, da kann ich euch auch noch ein paar Sachen erzählen. Da wir eh zu Obi müssen, wegen dem Brett, habe ich jetzt bei der Marie auch diese Boxen hier abgeschaut. Die sind nämlich super praktisch, schaut mal, die haben nämlich hier Griffe und die Marie zeigt es euch, oder ich zeige es euch mal ganz kurz. Das kann man hier so drauflegen und dann kann man nämlich auf beiden Seiten das
zumachen und die sind auch richtig zu und dann könnte man die auch nochmal so tragen, weil ich habe ja auch schon von Ikea, da gibt es ja auch solche Kästen in verschiedenen Größen und die haben zwar auch einen Deckel, aber die verschließen nicht richtig, also die verschließen schon, aber mit den Clippern hier sind die dann auch wirklich richtig, richtig zu und deshalb starten wir eh zu Obi und dann werde ich mir diese Boxen hier auch kaufen. Gibt sogar mit Rollen. Wir haben ja die Bilder vom alten Stall mitgenommen, die möchten wir ja an unsere Türen dran machen und dafür werden wir dann auch noch ein Gegenstück kaufen. Wir werden das auch wieder hinkletten und dann können wir das heute schon an unsere Spinntür machen. Wir sitzen jetzt im Auto Richtung Ikea. Unser erster Stopp ist bei Ikea und danach düsen wir, glaube ich, noch zu Obi. Und ich bin schon gespannt, was wir alles so finden werden bei Ikea für den Spind. Ich habe mir überlegt, dass ich ein Gewürzregal kaufe, weil ich das bei der Tanja im Spind gesehen habe. Die hat ein paar Spinde weiter mir, den Spind. Und da habe ich das nämlich gesehen. Das schaut richtig cool aus. Da kann man dann so kleine Flaschen auch reinstellen, wie zum Beispiel Shampoo, sage ich jetzt halt einfach mal, was man ja nicht alltäglich braucht und was ich jetzt auch nicht unbedingt in meiner Putzbox haben brauche. Und da habe ich mir echt gedacht, das werde ich da reinmontieren. Boxen werde ich dann eher bei Obi kaufen, weil ich habe die ja vorhin von der Marie gezeigt und da bin ich einfach begeistert. Deshalb werde ich die bei Obi kaufen und werde aber auch darauf achten, dass ich Rollen habe. Dann kann ich das nämlich gleich aus dem Spind rausrollen. Und was ich auch noch schauen möchte, allerdings bei Ikea, wegen einer Riesenbox, wo ich dann zum Beispiel oben das auf dem Spind drauf machen könnte und dort ein paar Schabracken reinmachen kann. Aber da muss ich erstmal schauen. Da muss ich natürlich dann auch mit der anderen Besitzerin reden, die über mir den Spind hat, ob ich dann auf ihren Spind was draufstellen darf. Ich habe ja einen unteren Spind und muss dann erstmal die andere Stallkollegin quasi fragen. Ja, wir brauchen jetzt circa noch 15 Minuten, dann sind wir bei Ikea und da melden wir uns dann auch gleich nochmal. Wir sind angekommen bei Ikea. Schaut mal, was wir gerade entdeckt haben, und zwar ein Küchentablett. Das haben wir uns gerade überlegt, dass wir das für unsere Schuhe nehmen. 2,99 € kostet das und ich glaube nicht, dass das passt. Passt das mit den Schuhen? Ja, probieren wir es einfach mal aus. Also ja, würde passen. Die Radstiefel würden sicherlich drauf passen. Weil sonst gibt es nur so große und die passen halt bei uns nicht in den Schrank rein. Also so wirkliche Fußabtreter oder Fußmatten, sagen wir jetzt einfach mal. Schutzmatten. Also die nehmen wir mit, weiter geht's. Und jetzt haben wir jetzt gerade hier so einen Wagerl entdeckt, einen Servierwagen. Der wäre eigentlich auch praktisch, vor allem weil das drei Fächer hätte. Naja, mal schauen. Aber eigentlich wäre der auf jeden Fall cool. Mal gucken. Hier hat die Marie jetzt etwas Cooles entdeckt. Und zwar, eigentlich ist es fürs Bad. Und zwar ein, ja, so ein Halter für Handtücher, sagen wir jetzt mal. Das kann man ja auch anderswertig verwenden. Zum Beispiel für Trensen oder Halfter. Und hier sind wir immer noch in der Badeabteilung oder Küchenabteilung. Ne, wir sind hier beim Badeabteilung und zwar haben wir da was für die Handtücher gefunden. Wäre auch praktisch. Und hier sind wir jetzt halt bei, eigentlich bei so Mülltonnen. Das kann man super gut auch für Mülltrennung verwenden. Und wir hatten die ja schon im alten Stall, das ist die großen hier, die hier genau mit dieser Klappe. Es hat echt cool, du kannst sie aufeinander stellen und dann kannst du trotzdem die Klappe aufmachen. Aber die sind halt viel zu groß für unseren Spind. Was sonst möglich wäre, diese zwei aufeinander. Ja, unser Einkaufswagen füllt sich. Wir sind jetzt gerade aus Ikea rausgekommen und schaut mal, wie viel wir geshoppt haben. Wir haben so coole Sachen geshoppt und dazu gibt es natürlich ein separates Video. Wir haben super coole kreative Ideen gehabt
und da mache ich auf jeden Fall ein Spind-Haul sozusagen. Wie wir den Spind herrichten, werdet ihr natürlich dann noch sehen. Letzte Station von unserem Tag. Wir haben echt heute so viel geschafft. Wir sind jetzt halt bei Obi angekommen und da werden wir jetzt halt auch nochmal gucken, ob wir was Schönes für unseren neuen Spind finden. Gehen wir einfach mal jetzt als allererstes nach oben, denn oben gibt es Boxen. Dann benötigen wir auch noch Schrauben. Was brauchen wir noch? Das Rohr für unsere Gärtenhalter. Also wir werden so ein Rohr einfach in unsere Sattelkammer reinmachen. Und da können wir nämlich dann unsere Gärten reinstellen. Und dann sind die nämlich richtig gut aufgehoben. Da müssen wir jetzt auch noch gucken. Wegen dem Brett, da haben wir uns ja dagegen entschieden, weil wir ja bei IKEA was Tolles gefunden haben. Und tada! Hier sind schon die ersten Boxen, die wir jetzt hier gerade entdeckt haben. Und das kommt auf jeden Fall auch mit. Und wenn ihr dann wissen wollt, was wir mit dem vorhaben, müsst ihr beim Spind-Do-It-Yourself-Video dabei sein. Das wird es natürlich dann auch bald geben, wie der Spind dann danach ausschauen wird. Dann nehmen wir euch natürlich auf die Reise mit. Und ihr könnt gespannt sein. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Ein kleiner Einblick in unsere Ausmessungen bei IKEA und bei Obi. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Spind weitergeht, dann bleibt dran, kostenlos abonnieren. Abonnieren könnt ihr einfach unten auf den roten Button klicken, dann könnt ihr abonnieren. Und ihr verpasst natürlich auch nichts, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Ich werde dir mal ganz kurz hier meinen Instagram-Account einblenden. Da wirst du auch einiges sehen vom Umzug und natürlich auch vom Spind und wie ich den Spind einräume. Also schau da auch gerne mal vorbei. Und wenn du jetzt mein letztes Video sehen möchtest, dann klick einfach mal hier oben drauf. Und wenn du dann doch lieber ein anderes Spind-Video sehen möchtest, dann klick einfach hier unten drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!